geht heute um den Medieneinsatz in der Volksschule. Wie beurteilen Sie momentan den Ist-Stand, beziehungsweise wie sollte es sein, setzen Lehrkräfte in der Volksschule schon digitale Medien ein? Ich kann die Frage natürlich nur beantworten in Bezug auf die bundesdeutschen Verhältnisse und auch auf die bayerischen Verhältnisse insbesondere. Und da ist der Medieneinsatz, also was jetzt insbesondere digitale Medien anbelangt oder digitalisierte Bücher oder Lernplattformen, gestörte Lern-Szenarien, ist sehr gering. Also da existieren noch sehr, sehr viele Vorbehalte, auch in den Köpfen der Lehrpersonen, die meinen, der Computer ersetzt dann irgendwann einmal den Lehrer, was auf der Basis der internationalen Forschung überhaupt nicht haltbar ist, solche Ängste. Es geht natürlich dran, nicht bloß um Mediendidaktik, also die Unterstützung von Lehr-Lernprozessen mit audiovisuellen oder elektronischen Medien. Wir müssen ja auch, das ist ein bekannter Spruch aus der Lehrerbildung, an den Lernwelten und Lebenswelten der Kinder ansetzen mit schulischen Lernprozessen. Und die Lebenswelten von Kindern sind heute medial geprägt, durch und durch medial geprägt. Das heißt, Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen medialen oder Mediensozialisationsergebnissen in die Schule. Und wenn man Kinder, alter Spruch aus der Reformpädagogik, dort abholen will, wo sie stehen, dann muss man sie auch in ihren Medienwelten abholen und diese Medienwelten im Unterricht berücksichtigen. Also es hat was mit Medien aufwachsen, leben und lernen und aufwachsen in einer durch Medien geprägten Welt zu tun und nicht nur immer Mediendidaktik. Dazu kommt auch der ganze Bereich, der auch in der Schule wichtig wäre, der Bereich des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Es reicht heute nicht mehr aus, dass man sagt, der Film ist ab 14 und der Film ist ab 16. Das ist heute nicht mehr ein zeitgemäßer Kinder- und Jugendmedienschutz. Was an Pornografie, was an Gewalt, was auch an Selbstoffenbarung in den sozialen Netzwerken Kinder ganz naiv tun, weil sie glauben, mithalten zu müssen oder weil sie glauben, auch sich zu zeigen, wie groß sie schon sind und was sie schon für Erfahrungen alles gemacht haben. Das sind alles Dinge, vor denen die Schule nicht die Augen schließen kann. Und der Verschiebebahnhof, dass man sagt, für das sind die Eltern zuständig, für das ist das Elternhaus zuständig, der Verschiebebahnhof, der funktioniert nicht. Wenn man die Familienstrukturen sich etwa anschaut, die Zahl der alleinerziehenden Eltern, die Zahl der Eltern, die beide berufstätig sind, da ist dann oft für Medienerziehung in der Familie nicht der Platz, nicht die Zeit und oft sind auch die Kenntnisse der Eltern nicht ausreichend. Also nochmal auf Ihre Ausgangsfrage. Wenn wir nur jetzt mal an Mediendidaktik, also an den Einsatz von digitalen Lehr-Lern-Medien im Unterricht anschauen, ist es nicht gut bestellt. Da gibt es Modellschulen, die schon voll digitalisiert sind, aber in der Praxis eher bescheiden. Was sind so grundlegende Vorteile, wenn Sie zwei, drei nennen könnten, wenn sich schon die Jüngeren mit neuen Medien beschäftigen, mit den Medien beschäftigen? Wie können sie profitieren? Also von den Eltern wird sie oft kritisch hinterfragt, schon jetzt braucht mein siebenjähriger Sohn oder meine siebenjährige Tochter doch noch nichts mit einem iPad tun. Aber was sind denn so die grundlegenden Vorteile, wenn sich schon die Jüngsten mit der Medienwelt beschäftigen? Die Vorteile sehe ich, dass wir schon frühzeitig anfangen können, Kinder auf politische Prozesse, die heute auch über soziale Medien gehen. Die nordafrikanischen Revolutionen wären ohne Medien nicht möglich gewesen, ohne die sozialen Medien. Also dass Medien heute in der Politik, in der Berufswelt allemal eine zentrale Rolle spielen. Und da muss man ein bisschen die Optik umdrehen und von dieser alten bewahrpädagogischen Haltung, dass auf der einen Seite die zarte Kinderseele und auf der anderen Seite die bösen Medien, aus der Haltung müssen wir raus. Medien sind heute zentraler Bestandteil von Politik, von Wirtschaft, von Arbeitsleben, von Freizeit. Und also an all diese Prozesse kann man Kinder gar nicht früh genug ranführen. Allerdings auch immer mit dem Blick, wie viel Medien braucht ein Kind mit 6 Jahren, mit 7 Jahren, mit 8 Jahren. Aber so dieses Schwarz-Weiß, Medien sind schlecht und da müssen wir möglichst lange versuchen, sie pädagogisch zu bewahren davor. Das ist kein Weg, der eine zeitgemäße Medienerziehung oder Medienbildung wäre.
scheitert ja auch hin und wieder an den Pädagogen, dass sie sagen, okay, sie wollen diesen Medieneinsatz noch nicht in der Volksschule. Wie könnte man diese heranführen? Erstens mal, dass sie sich zutrauen und dass sie erkennen, dass es eben einen gewissen Mehrwert auch gibt beim Medieneinsatz. Also was könnte man hier tun, um Pädagogen da heranzuführen? Es fängt natürlich in der Lehrerbildung an, dass man die Lehrerbildung auch, die in weiten Teilen oder in einigen Fächern immer noch im 19. Jahrhundert hängt, in ihrem didaktischen Selbstverständnis, dass man auch in der Lehrerbildung die jungen Lehrerinnen und Lehrer ranführt an einen sinnvollen Mediengebrauch. Und sinnvoll heißt immer, es hängt vom Lernziel ab. Was will ich, welches Lernziel will ich erreichen? Und vom Lernziel her wird dann der Medieneinsatz begründet. Also ob ich jetzt im Geografieunterricht, im Erdkundeunterricht, mit alten Atlanten arbeite, mit dem Dirke-Weltatlas oder ob ich mit Google Maps arbeite, hängt davon ab, was will ich sozusagen welches Lernziel verfolge ich. Wenn ich Kinder befähigen will, eine Karte zu lesen, wo ist auf einer Landkarte Norden und Süden? Wie norde ich eine Landkarte draußen ein, dass ich dann mit der Landkarte oder mit der Wanderkarte in die richtige Richtung gehe, dann mache ich das natürlich mit einem Atlas, mit einer Karte. Wenn ich aber zeigen will oder vergleichen und sage, hey, lass uns mal schnell schauen, wie es im Augenblick in der Sahara ausschaut, da ist ein Sandsturm oder was ist da gerade, dann gehe ich auf Google Maps oder dann gehe ich auf Google Street View und sage, dann schauen wir uns doch den Broadway mal live an. Also es ist immer auch die Frage, welches Lernziel verfolge ich.